Ah, die Leute von der Television sind schon da. Es geht jetzt hier im Feierclub sofort los. Ich bin relativ entspannt heute, nicht verkatert, hab mich ein bisschen frisch gemacht. So, mal gucken, ob unsere heutigen Showgäste schon da sind. Normalerweise machen wir kein Bussi, das machen wir heute nur für die Television. Unsere Showband ist teilweise eingetroffen. Das sind Drummer Waldefried Vorgefeld und Gitarrist Sascha Cross. Bassistin Michaela fehlt noch, aber die wird's auch noch schaffen. Sie nennen sich die Mariachis und sind erfahrene Rock'n'Roller mit einem verdammt guten Swing. Hey Ivo, wir haben mit dir ein Traumschiff gemacht, wir haben mit dir Kessel Buntes lange Jahre gemacht. Sehr stolz sind wir auch, dass wir mit dem Lipper zusammen Glück muss man haben machen durften. Das ist Thilo Bock, der ist schon da. Hallo Thilo, grüß dich. Hast du einen guten Eindruck hier vom Feierclub? Ja, sehr. Ich kenne auch die Feierbar, ich finde es sehr gemütlich. Thilo Bock ist ein bekannter Autor der Berliner Lesebühnenszene. Berühmt für seine Veranstaltungsreihen Immer wieder rockt der Bock und Dichter als Goethe. Berüchtigt dafür, dass er seine Texte stets vom Notenständer abliest. Hallo Sebastian. Hallo Ivo. Zum ersten Mal in der Lokalrunde. Ja, richtig. Und dein Keyboard, alles im Griff? Ja, das klingt gut. Ich höre nichts. Aber das wird nachher bestimmt funktionieren. Ja, wird funktionieren. Gefällt es dir gut hier im Feierclub? Ja, ich war noch nicht hier und ich bin gleich begeistert. Schön warm, schön laut. Du bist sonst so ein bisschen so verfroren, ne? Ja. Ja. Sieht man noch meine Brustwarzen? Die scheinen tatsächlich durch. Ja. Noch ein bisschen wärmen. Sebastian Nitsch ist eine Comedy-Neuentdeckung aus Berlin. Neben seinem Job als Werbetexter stürmt er die Bühnen dieser Stadt und rockt seitdem das Publikum. Ich freue mich schon auf die Show. Bin ganz gespannt. Auf dich. Ich auch. Auf dich? Ja. Hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen im Feierclub zur Lokalrunde der Show mit Weltniveau. Jeden letzten Freitag an diesem wunderbaren Ort. Wer ist denn zum ersten Mal in der Lokalrunde? 2, 3, 4? Ja, wir sind eine Show mit Anspruch, Show mit Weltniveau. Es zeigt sich allein schon daran, dass wir eine wunderbare Showband haben. Die haben wir eben gehört. Das sind die einzigartigen Mariachis! Mein Name ist Evolution. Ich bin der Moderator der Lokalrunde. Ich begleite Sie, nehme Sie an der Hand, führe Sie durch den Abend, spiele manchmal auch Melodika und singe und tanze. Und außerdem gebe ich wie immer einen Drink aus, ganz zu Anfang. Wir würden nicht Lokalrunde heißen, wenn wir das nicht machen würden. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Normalerweise gibt es ja immer so einen billigen Wodka aus... Ja, nee, das ist ein richtig guter. Das ist ein feiner, meine Damen und Herren. Das ist... Kennt ihr den Bär? Der Pfefferminzlikör. Scheiß Pfeffi. Den kann man auch warm trinken, das ist das Gute daran. Bevor ich jetzt hier den Wodka rumreiche, singe ich ein Lied, auch traditionell inzwischen mein erstes Lied des heutigen Abends. Das ist ein Lied, da geht es um Paartherapie. Klingt ein bisschen dramatisch, ich komme eigentlich heute direkt aus der Paartherapie, habe mich lange dagegen gewehrt, also ich war heute das erste Mal da. Um genau zu sein, wollte meine, ich muss eigentlich sagen, Ex-Freundin seit 10 Jahren mit mir dahin. Und ich dachte, lass mal, Paartherapie. Und ich bin damit gar nicht so in schlechter Gesellschaft, habe ich gelesen. Also die meisten Männer wehren sich gegen eine Paartherapie, bis es zu spät ist. Das habe ich heute auch gemerkt dann, denn meine Freundin ist in den Therapeuten verliebt. Aber so ist halt die Liebe. Sie fällt dahin und dorthin. Und manchmal auch daneben, also nicht, ich habe trotzdem gute Laune, wollte ich damit ausdrücken. Und das Lied, das ich jetzt singe, das ist natürlich wie immer auch eins aus meiner Reihe lautmalerische Übersetzungen bekannter Popsongs. Es ist das Stück Stayin' Alive. Also Stayin' hat man vielleicht noch im Ohr, 70er Jahre, John Travolta, Saturday Night Fever mit ja, ha, 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 Stayin' Alive, Stayin' Alive. Sie gucken mich an, als ob Sie das Lied noch nie gehört haben, es war ein Welthit. Das Stück heißt in meiner lautmalerischen Übersetzung Zeit ist reif. Oh Mann, ich war so super dumm, Baby. Ich hab dir nie so richtig zugehört. Du geile Braut, dein Gelaber von Beziehungsarbeit hat mich oft gestört. Ich wär jetzt bereit, es wär okay, bei einer Tasse Yoga-Tee. Nur wir drei, dein Therapeut und
Ich und du, ich bin bereit. Es wär mir nicht zu öde, wär mir nicht zu blöde. Die Zeit ist reif, bin gesprächsbereit. Es wär mir nicht zu affig, wär mir nicht zu schlappig. Die Zeit ist reif, bin bereit. Ja, ha, ha, ha. Zeit ist reif, Zeit ist reif. Ja, ha, ha, ha. Ich bin bereit. Ich will dich doch nur zurück. Ich möchte alles tun für unser Glück. Es tut mir weh, dass du ihn liebst, mit deinem Therapeuten mich betrügst. Offenheit, Ehrlichkeit, für sowas hätte ich jetzt die Zeit. Vertraulichkeit, Zweisamkeit, für sowas wäre ich jetzt bereit. Ich wäre dein Versteher, Baby, komm, sag dir, yeah. Zeit ist reif, Zeit ist reif. Wäre wie dein Papa ohne Wenn und Aber. Zeit ist reif, Zeit ist reif. Ja. Meine Stimme ist nicht so samtig und tief wie bei einem Alpha-Mann. Doch ich sage dir, dass ich auch körperlich dies und das an mir ändern kann. Zum Logopäden werde ich gehen und einen Kurs Flexi-Yoga nehmen. Fitness-Training nur für dich, nimm mich zurück, ich ändere mich. Es wäre mir nicht zu blöd, es wäre mir nicht zu blöd. Zeit ist reif, bin bereit. Es wäre mir nicht zu puffig, es wäre mir nicht zu schluckig. Die Zeit ist reif, Vertraulichkeit, ja, ha, ha, ha. Ehrlichkeit, Zweisamkeit, ja. Der Pfeffi geht da rum. Der ja? Ach, der hat sich aber schon geleert. Obwohl er einigen zu billig war. Ich proste auch zu. Und dann bin ich jetzt soweit, unsere Stargäste ankündigen zu dürfen. Ich möchte gar nicht viele Worte verlieren, denn er ist zum ersten Mal bei uns. Ich bitte um einen warmherzigen Begrüßungsapplaus für Sebastian Nitsch. Hallo? Mein Keyboard fährt sich noch kurz hoch, kleinen Augenblick. Ich bin heute hier, um uns zu gratulieren, denn wir haben es durch die Woche geschafft, ohne wahnsinnig zu werden. Und das, obwohl wir mehrmals an einem Ort waren, der ganz anders ist als hier, nicht so lauschig. Ein Ort, der gefährlich ist, an dem eine ganz andere Logik herrscht, die wir nicht gleich verstehen. Der Supermarkt. Wenn ich im Supermarkt ein Maß in der Hand halte, dann lese ich darauf den Satz, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Ich wollte ein Maß. Ich wollte Milchschokoladencreme mit Karamell. Wenn ihr Marsmenschen in euren Kesseln auch Snickers zubereitet und die Kessel danach nicht wascht, dann möchte ich dieses Maß nicht haben. Und doch kaufe ich's. Und esse ich's seltsam. Wenn ein Freund uns sagen würde, ich habe Spargelcremesuppe vor uns gekocht, aber sie kann Spuren von Hackfleisch enthalten. Denn im Topf habe ich vorher Chili con Carne gemacht. Und Chili seinerseits kann Spuren von Vanillepudding enthalten. Denn ich hatte im Topf auch das Dessert vorbereitet. Ich hoffe, es schmeckt dir. Dann würden wir sagen, Alter, mach doch einfach ein Marmeladenbrot. Der würde sagen, okay, aber es kann Spuren von Blutwurst enthalten. Denn ich hatte mit dem Messer vorher Blutwurst geschnitten. Im Supermarkt stehen wir da und sagen uns, okay, das Maß kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Aber mal ehrlich, Leute, wir sind doch unter uns größtenteils. Kann da nicht eine Spur von Wut in uns aufsteigen? Weht da nicht eine Spur von Wahnsinn durch den Raum? Okay, ihr Marsmenschen. Ihr bekommt mein Geld. 35 Cent über Einzelverkaufspreis? Okay. Aber mein Geld kann Spuren von Zehen zwischen Raumflusen enthalten. Denn ich bewahre mein Geld gerne zwischen meinen Zehen auf.
Wenn meine Freundin es doof findet, wenn meine Taschen sich so wölben. Und ich werde alle eure Frauen und Freundinnen bestechen, damit sie euch sagen, Schatz, ich liebe dich. Aber ich kann Spuren von anderen Männern enthalten. Ein anderes Problem betrifft alle Frauen hier im Raum. Frauen werden im Supermarkt systematisch beleidigt, erniedrigt, auf ihre Mängel reduziert. Männer, geht mal ins Badezimmer und lest die Texte auf den Shampoos eurer Frau. Für strohiges Haar. Für plattes, strukturgeschädigtes Haar. Für glanzloses, rasch nachfettendes Haar. Mit Schuppen. Klingt wie ein Krankschreibungsgrund. Wo ist Sarah heute? Die hat brüchiges, strukturgeschädigtes, plattes, strohiges Haar mit Schuppen. Oh, bleibt wohl länger krank, oder? Komisch, dass auch nie ein Mann zu L'Oreal, Swiss Opagol, wie sie alle heißen, fuhr, sich vor das Werkstor stellte und rief: Hey, hast du gesagt, meine Frau hat strukturgeschädigte Haare? Du bist dein strukturgeschädigt! Ein bisschen mehr Mumm wäre vielleicht gut, Männer. Ihr müsst euch das Leben der Frau so vorstellen. Sie geht in den Supermarkt und sucht sich die Beleidigung aus, die am ehesten zu ihr passt. Es liegt an euch, diese Welt aufzuhalten, die aus den Shampoos eurer Frauen quillt. Geht ins Badezimmer, überschreibt die Etiketten, schreibt was Nettes drauf. Für die schönsten Haare, die ich kenne. Für die Haare, an denen ich rieche und sofort zu Hause bin. Die Thunfischpizza gestern Abend war wirklich lecker. Für die Haare, die es einfach wert sind, dass ich sie noch lange angucken werde. Wenn ich beim Duschen in dieses Abflusssieb starre. Für die Haare, die an meiner Wange kitzeln, wenn du mich umarmst. Wenn ihr glaubt, jetzt kommt noch ein Schlussgag, habt ihr euch getäuscht. Mit dieser Stimmung und dieser Mission für alle Männer hier gehen wir einfach in die weitere Show. Vielen Dank. Er hat lange bei der Lesebühne Blauer Drachen, die dann in der Erfolglosigkeit versank. Aber das lag nicht am Blauen Drachen, sondern an der Kneipe, die einfach nicht so schön war wie der Feierclub. Dann kam er wie ein Phönix aus der Asche mit zwei Solo-Lesereien. Ich glaube, bei der einen, da lädt er sich immer einen Gast ein. Bei der anderen, die macht er solo. Sein Ziel ist, alle Kneipen der Stadt aufzusuchen. Die heißt immer wieder Rock der Bock. Und die andere heißt Dichter als Goethe. Und heute Abend ist er hier bei uns. Ich bitte um einen warmherzigen Willkommensapplaus. Ich begrüße stolz Thilo Bock. Hallo. Ja, ich habe einen Text mitgebracht, den ich, das ist quasi eine Auftragsarbeit. Ich wurde gefragt, ob ich einen Beitrag für ein Berlin-Hassbuch schreiben soll, was ich total abartig fand, weil geht ja gar nicht. Eigentlich waren da auch nur Leute, die nicht aus Berlin kommen, eingeplant, aber offenbar haben sie nicht genug Leute gefunden, weshalb sie mich dann auch noch gefragt haben. Und da habe ich das hier geschrieben. Ich brauchte nur 5 Minuten Zeit, um zu überlegen, was mich denn an Berlin so stört. Und das ist dabei herausgekommen. Sei laut, sei im Weg, sei nicht von hier. Sei Berlin. Berlin ist der beste Ort, den ich mir vorstellen kann. Und ich kann mir vieles vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, diesen Ort zu verlassen. Trotzdem wird es immer enger. Stichwort Gastberliner. Die kommen hierher, um zu studieren, werden erst nicht mit dem Freizeitangebot fertig, dann nicht mit dem Studium, machen irgendwas mit Medien, einen Laden auf für überteuerten Kram, den keiner braucht, oder einen auf Kellnerin. Meistens aber machen sie nichts.
hängen bereits am Vormittag hinter einer Schale Milchkaffee in ihrem Stammcafé ab, besprechen Projekte, die so gehaltvoll sind wie der Schaum auf ihren Oberlippen. Ihnen muss es an nichts mangeln, alles da. Altbauwohnung, abgeschliffene Dielen, Gemüsetürke, Biometzger, Hosenhäkler, Haschafghane und jede Menge Freunde im gleichen Kiez. Das halbe Heimatdorf ist in die Nachbarschaft gezogen. Anfangs hat man sich sogar eine WG geteilt. Mit Lebenspartnern und Kindern wurde es dabei zu eng. Nach wie vor sieht man sich jedoch täglich. Egal deshalb, dass der öffentliche Nahverkehr Berlins seit gefühlten 300 Jahren nicht mehr funktioniert. Lediglich einen echten Berliner haben sie nie so richtig kennengelernt. Ja gut, den Wirt von der letzten originalen Eckkneipe in der Straße. Da war man mal am Anfang aus einer überschwänglichen Laune heraus. Mit seiner Bimmsteinnase sah der Herr stark nach Eingeborenem aus. Inzwischen ist er ja raus. Dafür ist er jetzt ein trendiges Trennkostlokal drin. Und sonst, gebürtige Berliner? Ach ja, dieser ulkige Bürgermeister, der so gerne aus Damenschuhen Champagner schlürft, dem trauen sie zu, dass der ein echter ist. Was auch gut so wäre, der tut nichts, nicht einmal regieren. Einer muss den Job ja machen, der Rest von uns tatsächlichen Berlinern hält sich zurück, denn wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft von Menschen, durch deren Adern Spreewasser kriecht. Dicke, trübe Brühe. Uns verbindet, dass unsere Mütter und deren Mütter und so fort hier geboren worden sind. 5 Generationen mindestens. Erkennen kann man uns nicht so ohne weiteres. Viele von uns Berliner nicht einmal. Wir wollen uns nicht gemein machen mit den Brandenburgern, die ihren Speckgürtelkomplex mit besonders schnoddriger Artikulation zu vertuschen versuchen. An sich ist gegen Gastberliner gar nichts zu sagen. So kriegen wir wenigstens was mit von der Welt. Der Berg muss eben zum Propheten kommen. Und wer lang genug bei uns bleibt, passt sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten zwangsläufig an. Tauscht übertriebenes Freundlichsein ein gegen herzliche Ruppigkeit. Aus emsiger Betriebsamkeit wird Überlegenes überlegen. Berliner müsste man allesamt verbeamten. Das wäre sogar gut für die Arbeitslosenstatistik. Denn als was wir vom Staat alimentiert werden, ist letztlich doch auch Schnuppe, wa? Für Westberliner gab es früher die Berlin-Zulage. Damit haben die Wessis hinter der Zone uns bezahlt, damit wir ihnen das Symbol gemacht haben. Schaufenster der freien Welt, auf das die Völker geschaut und uns manchmal Schulklassen vorbeigeschickt haben. Die wurden dann zur Mauer gekarrt, wo sie betroffen rüberlinsen mussten auf Stacheldraht und graue Fassaden. Im Grunde wollte keiner was mit uns zu tun haben. Der Fortschritt fand woanders statt, während wir von Politikern regiert wurden, denen man woanders nicht einmal die Verwaltung einer Baumschule zugetraut hätte. Deswegen mussten alliierte Stadtkommandanten über uns wachen, auf dass nichts übermäßig Schlimmes passiert. Unseren Brüdern und Schwestern jenseits der Mauer ging es da ähnlich. Auf die passte zwar nur eine Schutzmacht auf, dafür mussten sie jedoch Hauptstadt der DDR spielen, wofür sie vom Rest der realsozialistischen Republik verachtet wurden. Und das nicht nur, weil die Halbstadt völkerrechtlich gesehen gar nicht zur DDR gehörte. Vielmehr wurden rare Bananen stets nach Ost-Berlin geliefert und nie nach Leipzig. Und als der Staatsrat zum 750. Geburtstag Berlins das Nikolaiviertel wieder aufbauen ließ mit einer Mischung aus Plattenbauten und echten alten Häusern, kamen letztere nicht etwa durch ein Zeitloch zurück in die historische Mitte, sondern wurden andernorts abgebaut. Dass so etwas nicht überall gut ankommt, ist verständlich. Wir können nichts dafür. Ehrlich gesagt ist es uns sogar egal. Hasst uns, wenn ihr euch dann besser fühlt. Schleppt eure Rucksäcke, rollt eure Rollkoffer ruhig woanders hin. Von mir aus nach Barcelona. Wobei Braunschweig für die meisten, die hier aufschlagen, aufregend genug sein dürfte. Sagt mir, wo kommen all die Touristen her? Wer hat sie gefahren? Wer hat sie geflogen? EasyJet? Der Deutschen Bahn kann man in diesem Fall gewiss keine Schuld geben. Es sei denn, der Zug von Paris nach Bratislava endete außerplanmäßig am Berliner Hauptbahnhof, was noch lange keine Einladung ist, die Bannmeile zu durchbrechen. Nicht zufällig steht unser Hauptbahnhof inmitten einer räudigen Steppenlandschaft. Neuankömmlinge sollen hinaustreten und feststellen, in Berlin ist nichts los. Außer 3 zusammengehörenden Imbissbuden, einer großen Treppe und sehr viel Freifläche hat die Stadt wenig zu bieten.
Damit besucht die Rückreise nicht ohne Geschenke für die daheimgebliebenen antreten muss, ist der Bahnhof mit einem Einkaufszentrum gekoppelt. Das sieht genauso aus wie in Hannover. So können Sie hinterher sagen, man verpasst nichts, wenn man nicht nach Berlin reist. Stimmt ja, bleiben Sie zu Hause, hier gibt es nichts zu sehen. Berlin ist hässlich, herrlich hässlich. Wir haben die größten Bausünden der 30er, 50er, 70er und 90er Jahre. Wir haben Plattenbauten, den Steglitzer Kreisel, den Bierpinsel, diverse Hoch- und Tiefbunker, das ICC, das Bundeskanzleramt, den Alexanderplatz, das Europacenter. Und dann haben wir noch Unter den Linden. Das ist doch Paris für Arme. Fahren Sie also lieber gleich nach Paris. In Berlin werden Sie nur angebettelt, vielleicht sogar ausgeraubt. Und bevor Sie es überhaupt bemerkt haben, ist Ihr Portemonnaie aus echtem Hornochsenleder längst in Polen. Ja, wie wär's? Fahren Sie lieber gleich nach Warschau. Ach, Sie wollen unbedingt nach Berlin. Man hat Ihnen vom umwerfenden Nachtleben erzählt, vom besonderen Flair, von einer Brücke, auf der sich die Jugend der Welt trifft und von einer Diskothek, in der zu dumpfen elektronischen Klängen auf ungeputzten Toiletten die Generation von morgen gezeugt wird. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt. Auf einer Brücke können Sie auch woanders die halbe Welt treffen. Wie wäre es mit Venedig? Allein wegen der Berliner Witterungsverhältnisse, entweder ist es zu warm oder zu kalt, sollte man sich nie länger als nötig unter freiem Himmel aufhalten. Das gilt nicht bloß für die Brücke, sondern erst recht für den Technotempel. Da kommen Sie sowieso nie rein. In Wahrheit war dort noch nie jemand drin. Gegen Berlin spricht übrigens auch das hier herrschende absolute Alkoholverbot. Ist wirklich wahr. Wer hier nicht sesshaft ist, sollte keinen Tropfen davon intus haben. Im Ausland hat sich fälschlicherweise das Gerücht verbreitet, es gäbe angeleitete Touren durch angesagte Kneipen. Das muss ein Übersetzungsfehler sein. In Wahrheit sind das Strafprozessionen alkoholisierter Ortsfremder auf dem Weg ins Sammellager. Eins heißt Speicher, das andere Kuhdorf. Dieser Name bezieht sich übrigens auf die geballte Provinzialität seiner Insassen. Wir wollen keine grünen Gruppen, die ihre Kleidung an rauen Hauswänden aufschuppern und ihren Magenauswurf neben die Hundehaufen platzieren. In Berlin ist es seit alters her Sitte, die Gemeinschaft sofort zu verlassen, sobald man erste Anzeichen alkoholbedingter Verwahrlosung an sich bemerkt, um dann getrennt krakeelnd nach Hause zu torkeln. Verhalten Sie sich daher allzeit so, wie auch Sie behandelt werden wollen. Sonst kommen wir vielleicht nächste Woche mal in Ihr Heimatdorf. Und zwar alle. Wir sind 3,5 Millionen und die meisten von uns haben garantiert Zeit. Ja, und jetzt unser Schlusslied für den heutigen Abend. Es gibt ja jedes Mal ein anderes Schlusslied. Das Schlusslied, das wir heute singen möchten, ist der Song Rivers of Babylon. Natürlich wieder in einer lautmalerischen Übersetzung. Ich hatte lange überlegt, ob ich in der lautmalerischen Übersetzung daraus einen Song mache. Wo sind die Schiffer von Babelsberg? Babelsberg hatte ja mal eine große Schifffahrtsindustrie da an der Havel. Im 17. Jahrhundert wurden da Kähne gebaut. Da dachte ich, ist vielleicht doch ein bisschen zu exotisch, liegt ein bisschen zu weit weg. Und dann wurde es ein Song über die Kinder von Bullabü. Bullabü, das Astrid Lindgren-Roman. Und das wurde, gab auch einen Fernseh-Dreiteiler, den ich als Kind verfolgt habe. Aus Schweden kam der, ganz, ganz wunderbare Fernsehsendung, die mich geprägt hat. Der Text ist jetzt relativ niveaulos, gebe ich schon mal im Vorhinein zu. Aber er hat eine Metaebene. Er hat noch eine Metaebene. Er setzt sich in der Interpretation damit auseinander, dass ja heutzutage sehr viel Kritik am Fernsehprogramm geübt wird. Also, dass das Fernsehprogramm immer schlechter wird und so weiter und so fort. Und Rivers of Babylon ist stinkeinfach. Es gibt halt immer dieses und ich fände es ganz toll, wenn wir das am Anfang zusammen machen könnten. Ich zähle mal ein. 1, 2, 3. Jetzt kommt A und ein bisschen schneller vielleicht. A. A. A.
Peter und Inge, Ole und Lisa lebten im Paradies. Direkte Inkarnationen aus einem schönen Traum. Oder war es doch nur das Fernsehen in meiner Kindheit, das mich geschädigt hat? Ich träume mit Mitte 30 so oft von Bourlabü. Es herrscht Frieden in Bourlabü. Es gibt gute Luft, kein Atomkraft mehr und ganz viel Rosinen hoch. Ey, sagt mal, was ist jetzt los? Ihr schaut mich so an, als wär ich nicht ganz los. Und klar, in meinem Kopf, ich denk doch nur an Bourlabü. Ey, sagt mal, was ist daran, dass ich nur auch als Mann nun mal nicht anders kann. Mein inneres Kind will einfach raus, es will nach Haus. Zu den Kindern von Bourlabü, wer kann sie noch? Wo sind sie hin? Die lieben Kinder von Bourlabü. Takatuka, ach nee, das war ja Pippi Langstrumpf, aber das war auch ganz schön. So wie der Michel von Lönneberger, das ist ja alles so schön bei den Schweden, obwohl die komisch reden, die Schweden, naja, ist ja auch egal. Ja, und das war's für heute Abend. Und mit dabei waren die Mariachis, unsere Einzelkarten. Abstand. Sind wir dann beide im Bild, oder? Ja, achso, jetzt ist er quasi ganz nah da. Sebastian, hast du Spaß gehabt? Sehr viel Spaß. Gute Stimmung, gute Show, also. Ja, ah, das schmeichelt mir natürlich, da fühle ich mich so ein bisschen wie Honig ums Maul geschmiert, aber du warst auch gut. Ja. Du strahlst auch so eine Hoffnung. Ich habe ein neues Zuhause gefunden, kann man sagen, oder? Ja, ja. Ach, jetzt hier im Feierclub, du möchtest gerne. In deinem Herzen. Ja, ja. Wir waren beide super, oder? Wir waren beide super. Also wir waren richtig ja. Gut. Nee, nicht ja, so. Doch, natürlich. Ja, nee, das war jetzt, da bin ich jetzt ganz positiv überrascht. Sebastian hat einfach so eine wunderbar positive Ausstrahlung. Ich wollte dich noch fragen, wann trittst du denn das nächste Mal auf? Das nächste Mal trete ich, glaube ich, sogar bei LSD auf. Da weißt du das Datum. Ja, Liebesverdrohung, stimmt genau. Thilo, was sind denn deine nächsten Auftritte oder Projekte? Ja, einmal im Monat, immer am letzten Sonntag im Monat, Dichter als Goethe mit unterschiedlichen Gästen. Wo? In der Barrikade, in der Buttmannstraße in Wedding. Also das kann man alles wahrscheinlich noch, auf deiner Homepage, genau, Sebastian. Ja. Und hast du denn auch eine CD oder irgendwas? Oder, nee, oder? Noch nicht. Nee, aber kommt bald. Nee, auch nicht. Ja, nee, Sebastian Nitsch bleibt und ist ein Geheimtipp, der keine CDs veröffentlicht, nee, kann man es so sagen. Nicht. Du hast auch einen Roman geschrieben, Die geladene Knarre des Andreas Bader. Ja. Aber du schreibst auch an deinem zweiten Roman. Ja, ja, das wird dann ein Berlin-Roman. Achso, und wann dürfen wir den Berlin-Roman erwarten? Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ivo, in der Kathedrale meines Herzens wird für immer eine Kerze für dich brennen. Ah, das ging aber ganz tief. Die geladene Knarre von Andreas Bader. Bei Amazon von Thilo Bock. Kann man da bestellen. T-H. Thilo mit TH. Richtig.